Willkommen zurück zu The Binding of Isaac Rebirth. Es geht endlich weiter bei uns mit einer, ja, ich weiß nicht, ob ich die Challenge machen soll oder einen neuen Run starten, weil bei den Challenges uns fehlt halt hier noch mittendrin eine und die möchte ich eigentlich erst haben, bevor ich hier einfach so weitermache. Deswegen, ja, machen wir einfach einen neuen Run, random. Mal gucken, wen wir kriegen. Isaac. Ja, Isaac ist halt so Standard. Ich habe gehört, Eve soll von manchen als schlechtester Charakter identifiziert worden sein. Also nicht von meinen Zuschauern, sondern von anderen Leuten. Und die Schere, die ist gut. Cut and Run. Ja, die ist echt gut. Ja, ich verstehe nicht so ganz, warum ausgerechnet Eve als schlechtester Charakter identifiziert, weil, ja, Eve ist halt schon... Eve verkörpert halt die Sünde an sich und ist, finde ich persönlich, sehr, sehr stark. Das war mir so klar, dass er Fetti in die Dings rennt, in das Feuer. Schon irgendwie doof. Und ich habe mir jetzt überlegt, wenn ich einen Charakter spiele, erzähle ich auch ein bisschen was dazu, woher der Name kommt. Also, dass er aus der Bibel kommt, ist ja auch irgendwo klar. Aber ich gehe nochmal genauer drauf ein und hier ist der Geheimraum. Nee, aber hier ist die Treppe, die direkt nach unten führt. Die will ich allerdings noch nicht nehmen. Ja, dann könnte hier noch der Geheimraum sein. Gehe ich das Risiko ein? Ich gehe das Risiko ein. Ist nicht. Okay, dann habe ich keine Ahnung, wo der Secret Room ist. Falls hier überhaupt einer ist. Ich zünd hier nochmal die Bombe. Ja, ich wollte mit der Kettenreaktion mal ein bisschen rumspielen, ob da was sich tut, aber hat sich nichts getan. Das hier könnte ein Hinweis auf den Geheimraum sein. Ich probiere es jetzt einfach. Scheiß drauf. Nee. Auch wenn es jetzt mich eine Bombe oder meine beiden Bomben gekostet hat, ist ja auch egal. Ihr seht jetzt, was meine Schere gemacht hat. Sie hat mir den Körper abgeschnitten. Das bringt nämlich die Schere. Und der Körper ist extrem heftig und ich bin aber zu blöd damit umzugehen. Deswegen habe ich jetzt meine ganzen schwarzen Herzen verloren. Und ich habe mir einen Kleiderbügel durch den Kopf gerammt. Weil ich finde das toll. So, dann machen wir gleich mal weiter. Oh, ja, muss sagen, ich hatte jetzt wieder eine relativ lange Aufnahmepause zwischendrin und übrigens, wer es nicht gesehen hat, vor ein paar Tagen, für mich heute, ist der Trailer, also der erste Trailer für Jurassic World rausgekommen, den neuen Jurassic Park Film. Ich bin ein bisschen zwiegespalten, weil ich ehrlich gesagt, Double Shot, okay. Ah, cool. Wir haben eine Brille auf. Nach den ersten Bildern und nach dem, was einer der Schauspieler so ein bisschen unter der Hand ausgeplaudert hatte, nachdem ich das gelesen habe, habe ich mir eigentlich ein bisschen was anderes erhofft von der Story her, aber das muss gar nichts Schlechtes heißen. Oh, und ich renne hier direkt zum Glück zwischen die Viecher. Ich weiß noch nicht. Ich bin ehrlich gesagt komplett ratlos, was die Story angeht. Weil auf der einen Seite... Oh yeah, Krebs. Jetzt schießen wir mit doppelter Schussgeschwindigkeit. Das ist richtig heftig. Ja, ich lasse mich einfach überraschen, wie die Story... Also, ob das gut wird, ob es schlecht ist. Es kommt halt drauf an, wie sie damit umgehen. Weil ich möchte jetzt nichts spoilern, was die Story angeht. Aber ich sag's mal so. Ich stimme dem Schauspieler zu, weil er gesagt hat, keine Theorie, die bis jetzt im Internet kursiert, kommt auch nur irgendwie da dran. Er hat recht. Damit habe ich auch nicht gerechnet, damit hat keiner gerechnet. Und ich kann es einfach nicht anders sagen, als ich hoffe, es wird richtig heftig gut. Und ganz ehrlich, ich glaube auch dran. Ich glaube wirklich, dass das ein cooler Film wird, dass das ein richtig cooler Film wird. Und ich vertraue das dem Spielberg auch insoweit, dass ich glaube, der schafft das. So, jetzt haben wir ein Speed-Up. Das ist nicht so unbedingt toll, weil zu viel Speed kann auch schlecht sein. Und damit meine ich nicht irgendwelche Drogenexperimente, nein, sondern wirklich die Geschwindigkeit. Und hier oben ist der Geheimraum. Nicht? Sag mal, ich habe irgendwie kein Glück mit dem Geheimraum. Der müsste da sein. Ja. Vielleicht bin ich auch einfach bloß zu blöd. Ein Herz gegen dieses Baby. Das Baby ist richtig cool, deswegen nehme ich es mit. So, mal gucken, was hier noch so... Ja, war ja klar. War vielleicht ein Fehler, aber dieses Baby produziert Fliegen. Und Fliegen haben 200% Schaden. Deswegen muss...
auch wenn es vielleicht jetzt unser Verderben ist, dass ich ein Leben geopfert habe, ich kann halt hoffen, dass wir irgendwo mal wieder ein HP abkriegen. Caves XXL, das bedeutet, der Floor ist doppelt so groß. Enthält dafür halt auch zwei Kronenräume und ich sag ja, das wird mir zum Verhängnis, dass ich das gemacht habe mit dem einen Herz. Hilfe ab, damit sind wir doch wieder ganz gut dabei. Muss gar nicht schlecht sein, ne? Oh ja, jetzt brauche ich eine Bombe, dem möchte ich Geld spenden, weil der kann uns auch wieder ein Heal abgeben. Und Heal up ist genau das, was wir benötigen. Zack, hier alles töten. Auch so eine rote Fliege. Ja, super, da müsste ich fliegen können. Fliegen könnten wir ja theoretisch sogar, wenn wir die Schere nutzen. Das bedeutet, es ist noch nicht so weit, dass ich sagen kann, es macht gar nichts. Nehme ich nicht. Weil das sind diese Antigravitationstränen. Und da wir doppelte Schussgeschwindigkeit haben, bringt uns das nicht wirklich was. Und auch mit dem Double Shot finde ich jetzt etwas unpassend. Deswegen möchte ich das einfach nicht nehmen. Nein, ich möchte das nicht. Nein, ich möchte nicht. Gerade nicht. Vielleicht später. Wenn, vielleicht in einem anderen Run. Wenn es sich anbietet. Jetzt gerade halt wirklich, nee. Es passt halt zu unserem derzeitigen Skillset einfach nicht dazu. Vor allen Dingen, wenn wir jetzt noch ein bisschen Range kriegen, dann sind wir ganz gut aufgestellt und das möchte ich ungern vergeuden. Aber wir könnten jetzt so langsam mal die ein oder andere Bombe gebrauchen und noch ein bisschen Geld. Geld wäre auch schön. Ja, natürlich nichts. Darum sollte man uns auch irgendwas geben, ne? Ja, ich spende dir was, sobald ich das nötige Kleingeld dafür zusammen habe. Ja, fliegen, komm. Ja, und ich renne auch noch rein, ich Depp. Wenn man so schlecht spielt wie ich, sollte man es lassen. Hier ist sogar noch ein Tinted Rock, den kann ich natürlich auch nicht kriegen, weil ich mal wieder das fehlende Zeug habe. Aber ich benutze meine Schere jetzt mal. Für was ganz Einfaches, nämlich hier für die goldene Kiste. Schlüssel, Herz und Geld, das ist schön. Mal gucken, was hier drüben ist. Ich hoffe, ihr hört das Bohren jetzt nicht zu laut. Ich schneide es ja immer während meiner Ruhephase raus. Also wenn ich gerade mal nichts sage. Aber es in dem Moment, in dem ich halt was sage, hört man das wahrscheinlich dann im Hintergrund. Es tut mir leid, aber das kriege ich von meinen audiotechnischen Möglichkeiten einfach nicht raus. Cancer. HP ab und ich fühle mich geschützt, weil man mir zwei Spirit Hearts gegeben hat. Oder drei. Drei sogar. Das ist toll. Krebs bringt's. Also zumindest mein Sternzeichen. Das ist wirklich mein Sternzeichen. Ich bin Krebs. Deswegen mag ich Krebs ganz besonders. Aber Taurus mag ich, glaube ich, sogar noch ein bisschen mehr. So, ich gehe hier rein und es war ein böser Fehler. Obwohl, so böse war eigentlich gar nicht. Also klar, ich verliere das Herz. Aber ich habe eine Bombe dafür geschenkt bekommen. Das hat sich doch dann wieder gelohnt. Hier oben nochmal gucken. Vielleicht gibt es ja hier auch noch eine Bombe für mich und das war knapp. So, dich noch töten. Gibst du mir eine Bombe? Komm, gib mir eine Bombe. Nicht so eine Bombe. Jetzt müsste ich wissen, wo der Bettler saß. Hier. Ja, der Weg bleibt ja offen. Insofern, falls ich jetzt das Geld nicht komme, also falls es nicht für einen HP abreicht. Nagende Karte. Strength ist auch gut. Und Leben mehr. Das ist schön. Wir haben ordentlich Leben jetzt. Also über vier Herzen, das ist schon eine Hausnummer. Das gefällt mir. Gefällt mir wirklich. So, los kommt Fettis. Ihr dürft mich auch gerne anschauen, wenn ihr es könntet. Moms Toenail sorgt dafür, dass ab und zu mal, wenn wir Schaden nehmen, Moms Fuß herunterkommt. Aber das halte ich für Schwachsinn, weil der Cancer, den wir da haben, also der Krebs, der ist schon deutlich besser mit unserer Schussgeschwindigkeit. Auch wenn es natürlich cool ist, wenn Mom da auf unsere Gegner stopft. Aber nee. Derzeit nicht. Ist genauso wie mit der Antigravitationsträne. Es bringt halt derzeit einfach nichts. So. Wenn man die besseren Sachen hat, dann sollte man auch die besseren Sachen nehmen. So, hier kriege ich wieder eine Bombe. Mal gucken, was da drin ist. Trollbomben. Die können wir auch nutzen. Ja, um hier die Gegner kaputt zu machen. Gucken. Letztes. Pilchen. Ich glaube, die einen davon hatten wir schon.
gucken. Die hatten wir noch nicht. Range Down. Range Down ist schlicht. Sehr, sehr schlicht. Und die hier ist Heal Up. Yay. Heal Up ist wieder gut. Also wir haben Unmengen von Hilfe. Also Range könnten wir jetzt auch wieder ein bisschen gebrauchen, weil wir schießen wirklich auf sehr kurze Distanz. Aber dafür extrem schnell. Mal gucken, vielleicht kriegen wir ja noch ein Range-Upgrade irgendwo her. Das wäre dann super. Tears oder Damage-Up. Ja, ein Damage-Up wäre mir, glaube ich, jetzt am liebsten. Also Schussgeschwindigkeit und Range. Ne, Schussgeschwindigkeit ist ja Quatsch. Range brauche ich und, ja, den Tinted Rock, ne? Oh, kriege ich zwei Schlüssel raus. Sehr schön. Ja, ich brauche, nicht Schussgeschwindigkeit. Ich brauche Damage und, Range. Das sind so die beiden Sachen, die ich brauchen könnte, weil gerade bei so einem, ihr seht ja, der Fetti, der nutzt jetzt die kurze Distanz, die wir hier haben, um uns halt mit diesen Mini-Jumps, die halt, wo er halt nur einen klitzekleinen Moment in der Luft ist, damit will er uns töten. Hat natürlich nicht funktioniert, weil wir sind epic. Und wir kriegen Damage und Range, das ist genau das, was ich will. Und noch ein Mega-Fetti. Also das finde ich jetzt irgendwie ein bisschen doof, dass wir zwei von denen haben als Gegner. Aber gut. So, Körper, kümmer du dich drum. Mein Körper macht den schon. Und die Kiste. Also die Box, da ist ein bisschen was drin. Der zerbrochene Magnet, der zieht, glaube ich, nur Münzen an. Ist unnötig. Range up, das ist schön. Dann nehme ich wieder unseren Cantor. Welche... Soll ich Strength nehmen oder Strength? Ja. Bleibt sich gleich, aber die Münze kann ich noch mitnehmen und hier die Kacke kaputt machen, weil in der Kacke kann Geld drin sein und Geld brauchen wir. So, dann weiter ab in die Abgründe. Ja, wir sind immer noch ein bisschen vor der Zeit. Das ist gut. Nekropolis 1. Aber hier wird's gefährlich, weil hier kommen halt die stärkeren Gegner und auch die stärkeren Bosse. Das bedeutet, jetzt sind wir hier im Erwachsenenbereich und nicht mehr im Kinderparadies. Sollte aber bis jetzt von unseren Möglichkeiten, sollten wir eigentlich ganz gut aufgestellt sein. Wenn ich mich nicht zu schlecht anstelle und pure manic, it hurts so good. So gut. Unsere Bomben machen jetzt Feuerschaden. Das ist richtig cool. Dazu haben wir mehr Damage von den Bomben, glaube ich. Und wir haben ein paar Bomben geschenkt bekommen. Jetzt könnte ich in den Shop reingehen, aber von unserem jetzigen Geld her lohnt sich's nicht. Aber der da hat ein Kreuz drauf. Das ist man wirklich ganz, ganz schlecht. Justice. Ja, Justice aktiviere ich gerne. Kriegen wir ein bisschen Zeug raus. Ein Schlüssel opfere ich. Der Goathead. Damit, ich wurde aufgeklärt, damit kriegt man auch, wenn man rote Herzen verliert, kann man dann trotzdem noch in den Cursed Room gehen. Zumindest wurde das geschätzt. So, ich habe gehört, 400 Münzen müssen in den Automaten rein. Da habe ich noch ein bisschen was zu tun. Vielleicht auch offscreen mal irgendwie eine Run machen, obwohl ich das ja jetzt auf einen anderen Account verlegt habe, meine Runs, meine Privatruns. Das, also 400 Münzen, da habe ich noch ein ganzes Stück Arbeit zu tun. Außer ich krieg mal irgendwie 100 zusammen und dürfte wirklich alle da reinhämmern. Aber das darf ich ja leider nie. Oh, das wird noch, das wird echt ein hartes Stück Arbeit, die 400 da reinzukriegen. Aber vielleicht mal, wenn man irgendwie den Lucky Rock hat, dass man sich da irgendwie mal durchtrickst. So, ja, Petrified Poop, es ist öfter mal was in den Kackhaufen drin. Das wäre auch sowas, mit dem man halt sehr, sehr leicht was spenden könnte. Aber ist halt nichts, was ich jetzt statt meinem Krebs mitnehmen würde. So, soll ich erst den Boss machen? Ich glaube, ich mache erst den Boss. So, War. Krieg. Krieg ist total einfach durch unseren Körper. Ihr seht es ja, der Körper ist einfach nur epic. Ein Ball von Bandagen und wir gehen mal in den Teufelsraum. Mal gucken, was uns anbietet. Oh, die Dark. Ja, ich nehme es mal mit. Sin up. Also wir kriegen jetzt schwarze Herzen dafür. Ist, glaube ich, ein ganz guter Tausch. Zumindest, wenn wir uns nicht allzu schlecht anstellen. Obwohl, Moment. Ich mache es anders. Ich hole mir die Petrified Poop. Da ist nichts drin. Dann vielleicht hier. Da ist jetzt was drin. Gerade durch die Petrified Poop ist halt, ja, da ist die Chance halt größer, dass wir das da drin finden. So, das wollte ich eigentlich nur sagen, mehr nicht. Obwohl, im Itemraum waren wir ja schon drin, ne? Ja, da brauche ich gar nicht mehr mich auf der Ebene hier umgucken, obwohl ich könnte mein Geld noch spenden gehen.
Das kann ich gerade noch machen, auch wenn wir damit vielleicht ein bisschen Zeit verlieren. Obwohl, so viel Zeit dürften wir eigentlich nicht verlieren, dadurch, dass wir den Boss schnell fertig gemacht haben. So, dann Geld rein. Gut, 37 Münzen erst. Ja, es ist halt ein bisschen stockend dadurch, dass ich halt auch selbst relativ viel rausgeholt habe wieder. Das darf man eigentlich nicht, also man kann es machen, man sollte es bloß nicht, weil ihr seht ja, es lohnt sich nicht. Obwohl gerade, vielleicht, man weiß es nicht. So. Moment, hier nochmal gucken, dass er ja auch ja kein Tinted Rock verpasst wird. Doch, natürlich, wir hätten beinahe ein Tinted Rock verpasst. So, die eine Münze nehme ich jetzt gerade mal so mit, dafür laufe ich nicht nochmal zurück. Teufel, du hast noch Guppies Paw für mich, aber nee. Nee, will ich nicht. Ich behalte lieber meine Schere, die lohnt sich mehr. Gerade beim Arm. Und ihrem Herz. Das wird uns beim Herz so helfen. Ja, da kommen wir, da wir Guppies Paw nicht genommen haben, nicht rein, weil wir zu viele rote Herzen haben. Zu viele gefüllte rote Herzen. Gefüllte Herzen. Ja, wir haben Weihnachtszeit, ne? Entschuldigt. So, hier ist wieder ein Tinted Rock. Ich fange langsam an, dieses kleine Kreuz unten rechts besser zu erkennen. Ich weiß auch nicht, woran das liegt, dass ich heute so gut im Sehen bin. Oh nein. Das ist richtig Mist. Da wir die Schere nicht... Ja, ich hab... Das ist blöd. Ja, war jetzt unvermeidlich. Das war echt heftig. Dadurch, dass wir die Schere nicht voll hatten, konnte ich da auch nicht einfach rüberfliegen. Kurzerhand. Das hier ist okay. Das ist echt okay. Ja, dass die so doppelt sind, also die Doppelviecher, die sind brutal. Aber ansonsten ist es echt hier keine Schwierigkeit, die Viecher zu töten. Die werden sogar von den eigenen Gehilfen praktisch getötet, die sie ja eigentlich bloß schützen sollen. Gehe ich in den Shop rein? Ja, nein, vielleicht, ja. Ach, hier ist gar kein Shop. Book of Belial, nee, ich möchte den Schaden nicht erhöhen. Ich hatte eigentlich gehofft, das wäre das Book of... das Buch der Enthüllungen, The Book of Revelations. Das hätte uns nämlich hier nochmal ein Seelenherz gegeben. Auch nicht die Patschehändchen. Sind es nur zwei? Sind nur zwei. Nein, es sind natürlich vier. Böse Patschehändchen. Oh, ja. Nee. Nehme ich's. Leute, das... Ich nehm's. Ja, es ist, ich finde es nicht schlecht, also es macht halt das Zielen jetzt ein bisschen schwer, aber nicht unnötig schwer, ja, vielleicht doch. Vielleicht stelle ich mich einfach bloß blöd an, aber das, ich kann damit irgendwie nicht umgehen. Und dieses blöde Gebohre draußen von meinem Fenster geht mir mit der Zeit tierisch auf den Keks. Oh, das ist ein spezieller, gut, hat mein letztes schwarzes Herz gefressen, danke. Ich stelle mich hier wirklich an wie der letzte Mensch. Es gibt's nicht. Warum? Ich war so gut und jetzt stelle ich mich auf die letzten paar Meter an, als wäre ich blöd. Aber Wolf, du bist doch blöd. Ja, manchmal. So, aber zumindest Greed hat dank dieser Fähigkeit hier keine Chance. Gibt ordentlich Geld. Und einen Schlüssel. Nützt uns bloß nichts mehr, weil wir hier eh keinen Shop mehr kriegen. So, wisst ihr was? Ich mach's jetzt ein bisschen anders. Ich mach das jetzt über meine Schere, dann bin ich zumindest auf der sicheren Seite. Ich könnte jetzt zum Boss gehen. Und Leute, das tue ich auch. Ich gehe zu Mom. Ich riskiere es. Ich riskiere jetzt alles, auch wenn ich nur vier Herzen habe. Ja, Mami. So, Karte aktivieren, Körper zünden. Das muss jetzt einfach funktionieren. Und unsere Bomben brennen, glaube ich, gar nicht. Da habe ich irgendwie einen Denkfehler drin. Wir könnten sowohl in den Crack als auch in den Cursed Room zwei Herzen gegen den Pakt mit dem Teufel. Der erhöht, glaube ich, den Schaden und erhöht die Chance, schwarze Herzen zu kriegen. Oder dass wir jedes Mal in den Teufelsraum kommen. Ich weiß es gar nicht. Ich guck mal, was hier drin ist. Ich nehme das hier mal. Perpetual Shots, okay. Das ist cool. Das Problem ist halt jetzt... Ja, der kann brimsten. Kann der einfach brimsten, ich glaube, jawohl, zack. So, tot.
Och ja, du. Du. Und du. Das sind zwei von den Gegnern, die ich gar nicht leiden kann. Aber ich kann eh kaum Gegner leiden. Bloß der da macht rote Kacke und die rote Kacke tut weh. Die tut wirklich sehr, sehr weh. So, ich nehme das Herz. War vielleicht ein Fehler, dass ich es gemacht habe, aber ich denke mal, im Endeffekt wird es uns helfen, dass wir hier drin waren. Ja, der Duke of Flies, der ist mit unserer Fähigkeit jetzt, glaube ich, ein, ich sag mal, angenehmer Gegner. Piept vielleicht ein bisschen weniger, aber im Grunde auch nicht wirklich stark. Wer hat mich getroffen? Ich habe gar nicht Achso, ich bin wahrscheinlich, ich bin durch die Dings gelaufen, ja. Bräuchte die Karte 48 Stunden Energie. Die wäre jetzt wieder mal richtig passend. Och Gott, ey. Ich muss jetzt erstmal Loki töten, bevor der mir hier zu viele Fliegen macht. So, Loki, stirb. Ich brauche rote Herzen, ich brauche rote Herzen, das hilft nichts. Was mit euch hier nicht richtig? Sterbt, alle. Ich kann damit irgendwie nicht umgehen. Ich habe mir wahrscheinlich dadurch, dass ich diesen Orbital Shot aufgesammelt habe, habe ich mir wahrscheinlich den Run versaut. So, Gemini, du bist harmlos. Wir hatten auch schon lange nicht mehr Gemini als Familia, also als Hilfe. Das wäre auch mal wieder schön. So, das ist ein Gegner, der mit dem Orbital Shot wirklich easy ist. Also alle Gegner hier. Ja, komm, Larry. Larry, komm. Put. Die. Gut, der rote, der. Ist das Chubby? Ne, das ist nicht Chubby. Chubb und Chat. Chat ist das, Little Chat. Ne, das war der richtige Chat, aber Little Chat gäbe es auch. Und, ne, die waren schwach. Und Gish. Och ja, und Monstro 2. Gish finde ich nicht so schlimm. Monstro 2 finde ich aufgrund seines Brimstone Lasers ein bisschen störend. Aber ansonsten sind die beiden echt total in Ordnung. Und das, was Gish da macht, diese schwarzen Streifen, die sind auch nicht weiter problematisch, weil die machen uns nur ein bisschen langsamer. Aber wir könnten Damage-Up gebrauchen. Denkt noch jemand so wie ich? Also, Damage-Up wäre toll, super, epic. So, stirb. Ich nehme hier die halben Herzen, die tun's. So. Widow hat wenig Leben, das macht sie für uns relativ angreifbar. Ja, das war's auch mit ihm. The Hollow. The Hollow ist nicht schwer, aber ich habe so ein bisschen Angst vor den apokalyptischen Reitern. Wenn die kommen... Och ja, du. Obwohl, der dürfte dank dem Piercing-Shot, den wir haben, nicht ganz so schwer sein, aber Bloat. Bloat ist übel. Ja, ich sag's ja, Bloat ist richtig übel. Ich mag Bloat überhaupt. Also Bloat ist der schlimmste aller Bosse. Das ist auch eine Piep-Version, die kann alles. Die kann Brimstone Laser, die kann Pfütze machen, die kann spucken, die kann schießen. Nee. Ganz übles Kerlchen. Da sind mir die beiden da doch deutlich lieber. Ihr seht ja, wie das geht. Die Schussgeschwindigkeit, die wir hier an den Tag legen, das ist einfach so ein super Schutzschild. So, stirb. Und dann nach dem Raum hier muss ich den Part beenden, sehe ich gerade. Ach, die Sensen kommen gar nicht zu uns durch von dem. So, der ist auch hin. Gut, der wird uns jetzt nachlaufen. Soll er doch. Das machen wir jetzt so lange, bis er stirbt. Das wird wahrscheinlich nicht lange dauern. So, ja, seine komischen Zombie-Viecher hier, die können uns mal. Oh, jetzt... Der könnte nochmal ein Problem werden. Der Gefallene. Und der hat gleich hier den kopflosen Reiter mitgebracht. Ich glaube, den haben wir aber auch schon zerlegt. Ja, haben wir. So... Der ist auch hin, oder was? Isaacs Head! Isaacs Kopf ist im Keller erschienen. Und wir kriegen nochmal den Minimarsch Range Up und Speed Up. Ich glaube, wir sind jetzt ein bisschen arg... Wir sind viel zu schnell. Gut, das haben wir aber soweit ganz gut geregelt. Dann würde ich sagen, lasst mir doch einen Kommentar da, einen Daumen nach oben. Tschüss und bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt The Binding of Isaac Rebirth. Bis dann, euer Wolf.